Hier ist wieder Dan28 mit Dan28 Tube und ein neuen Video. Ich werde ein ganz neues Videoreihe starten, die sich heißt Dan28 Meinung. Und hier meine Meinung zu Snapchat. Naja, also ich habe eine sehr schlechte Meinung zu Snapchat. Grund dafür ist wegen den Snaps. Die Leute senden mir Snaps. Wie in diesem Fall. Okay, kann man ja mal akzeptieren. Aber ich sage zu den Leuten, dass sie aufhören sollen. Bitte keine Snaps. Ich meine, ich möchte es halt einfach nicht. Das muss man akzeptieren. Aber was passiert? Was machen die Leute? Genau, sie schicken daraufhin 2 Snaps. Und ich frage mich nur, warum? Kann man es solche nicht akzeptieren? Das heißt halt zum Beispiel zum Kennenlernen ist Snapchat richtig schlecht. Sorry, aber es ist halt so. Und deshalb mal so an die Leute, die zum Beispiel auf Snapchat Kontakte finden wollen. Macht es nicht. Es ist nicht so. Es ist wirklich sehr schwer. Weil halt die Leute eher einen Snap senden tun, die ganze Zeit. So, aber jetzt mal abgesehen von den Snaps, gibt es da noch irgendwas Negatives? Also aus meiner Ansicht, es ist ja komplett meine Meinung, ja, das sind die Leute, die kommen, Flammen, lass Flammen aufbauen und man dann zu denen sagt, nein. Und die dann einen direkt wieder entfernen. Da frage ich mich nur so, warum? Was soll das? So, aber auf jeden Fall, für die Leute, die wirklich richtige Kontakte haben möchten, neue Freunde oder so, dann holt euch kein Snapchat. Da geht lieber in WhatsApp-Gruppen oder versucht mit Instagram. Ich habe einige meiner Freunde über WhatsApp und Instagram gefunden und nicht über Snapchat. Naja. Falls ihr aber Langeweile habt und einfach mal so random mit irgendwelchen Leuten chatten wollt, dann könnte Snapchat tatsächlich was für euch sein. Ich weiß, dieses Video war jetzt nicht besonders lang, aber es muss ja nicht lang sein. Also, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen hat, abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen.